Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Ja, eigentlich würde ich jetzt gerne herzlich willkommen zu Gregors Gaming Gyros sagen, aber das ist es nicht ganz, was wir heute hier vorhaben. Ich habe in den anderen Gaming Gyros Videos ja schon gesagt, hey, ich werde im neuen Jahr mal absehen müssen, wie und inwiefern ich diesen YouTube-Kanal dann weiter bestücken kann. Und so gerne ich die Gaming Gyros Videos mache, die haben schon eine gewisse Art von Aufwand, der da mitgezogen wird. Das ganze Setup mit der Kamera und Schnitt, Aufnahme, Technik bereitstellen, Spiel vorbereiten und so weiter und so fort. Es macht mir Spaß, aber es nimmt auch ordentlich an Zeit weg und ich kann es eben nicht dann so häufig produzieren, dass es regelmäßig, was es sich in einem Tagesablauf sendbar wäre. Deshalb wollte ich etwas nehmen, was sich ein bisschen zumindest technischer Hinsicht leichter produzieren lässt, leichter aufnehmen lässt. Und klar, also ich hätte das jetzt hier Let's Play nennen können, das ist ja der allgemein gültige Begriff, aber eventuell fällt mir da noch ein wenig sinnigerer und entspannterer und eigenständiger Name ein, der vielleicht auch irgendwas mit Gaming zu tun hat, das muss ich mal gucken, aber zum Aufnahmezeitpunkt habe ich es eben noch nicht gemacht. Ich wollte schon seit längerer Zeit mal wieder einen alten Klassiker sozusagen ausgraben, der bei mir im großen Spieleregal mich immer dann angelacht hat und oh, hallo kleines Häschen, der mich dann angelacht hat, und zwar das Spiel Soleil. Also früher habe ich noch gesagt Soleil, aber Soleil ist ja das französische Wort für Sonne, also Cirque du Soleil, das kennt man ja mittlerweile. Ist ein Action-Adventure für das Mega Drive und das habe ich zum letzten Mal gespielt. Moment, ich muss mal kurz auf die Packung schauen. Wann ist es denn rausgekommen? 1994 zum Release habe ich es damals gespielt. Ich weiß noch, während dem Fernsehen, wo sich das die Verhandlung über O.J. Simpson und die Morde, die er begangen hat, dann dort gelaufen ist und sich die ganzen Medien drumherum gedreht haben. Das lief im Fernsehen. Ich habe Soleil gespielt. Ne? Und das Spiel lässt sich vielleicht am ehesten, aber ihr werdet es gleich sehen, mit einem anderen großen Klassiker vom NES und vom Super Nintendo vergleichen, nämlich The Legend of Zelda, A Link to the Past. Ich als Master System und Sega-Kind hatte natürlich kein Super Nintendo damals zur Verfügung und musste eben spielen. Ihr werdet es gleich sehen, hier im Titelbild, das gute alte Soleil. No? Moment, lassen wir es da mal kurz auslaufen und wir werden uns gleich einen schönen Namen aussuchen. Okay, drücken wir auf Start. Ihr seht hier, okay, ich bin schon mal dieses kleine Jüngelchen dort und ich muss, also dieses kleine Jüngelchen, dort bin ich und ich muss mir dann einen Safe-Platz und einen Namen aussuchen. Der sieht mir aus wie ein, ich nenne ihn Flopsy. Flopsy finde ich gut. F. Also normalerweise würde ich die Greg nennen, aber das fände ich ein bisschen einfallslos hier, wenn ich dann einen Playthrough mache sozusagen. Nee, nicht Flea. Was finde ich denn da? Flieg und Sieg? Was ist das hier? Sailor Moon? Nein, Flopsy will ich machen. Es wäre ein bisschen einfallslos, wenn ich die alle dann Greg nennen würde, weil dann kommt man ja auch sonst durcheinander. Mit die E, glaube ich, schreibt man Flopsy, oder? Ja. Also in meinem Kopf zumindest. Deshalb ist das hier Kollege Flopsy. Und wir werden es gleich sehen. Kollege Flopsy, ja, ihr seht gleich hier schon im ersten Screen die offensichtlichen Annäherungen an Legend of Zelda. Sieht fast schon aus wie das erste Haus bei A Link to the Past, wo das Spiel anfängt. Der werte Flopsy feiert gerade seinen 14. Geburtstag und 14, wie alt war ich denn, als das Spiel rausgekommen ist? Ich war 16, war ich 94. Also ist es relativ nah dran an meiner Altersstufe gewesen und der werte Flopsy hat seinen 14. Geburtstag und bekommt von seiner Mama Schwert und Schild seines, ja, wohl verblichenen, aber zumindest verschwundenen Vaters dann überreicht. Mit 14 bekommt man wohl hier in der Soleil-Stadt, wo wir uns befinden, und hier, tolle Party übrigens. Hallo Pico, wow, wow, ich will auch ein Schwert. Ich kann nicht warten, bis ich 14 bin. Also sie sieht auch ein bisschen klein aus als 14. Es wird schön gefeiert hier. Der Bill, das ist auch ein guter Kumpel, ne, aber der ist ein bisschen bratzig hier. Der sagt, dass sein Schwert nicht so rostig ist wie unseres, Arschloch. Und die geile Schnitte, Alice wünscht mir alles Gute zum Geburtstag. Ich glaube, ich muss noch einmal mit der Mama reden, dann müsste es gleich ein Feuerwerk geben, oder? Liege ich richtig, richtig oder falsch? Müssen wir es gleich hören. Ah, da. Bumm. Also, die sind auch sehr leicht abzulenken, meine Geburtstagsgäste. Die hören ein Feuerwerk und
denen fällt auf, oh, jetzt steht ja gleich ein wichtiges Ereignis an, nämlich Held Amon, der große Held von Soleilstadt, wird sich gleich auf den Weg machen und die wollen ihn natürlich verabschieden. Da ist so eine Geburtstagsfeier von dem armen Flopsy nicht so wichtig. Ja, und ihr seht schon hier, wenn ich schon meine, so Parallelen, Legend of Zelda, spezielle Link to the Past, das Haus sieht schon danach aus und auch der Held hier hat natürlich eine ganz andere Mütze auf, aber ich habe hier auch das Schwert, mit dem ich schwingen kann. Und wenn ich einmal draußen bin, dann ja, sieht man es umso deutlicher. Hier die Soleilstadt erinnert mich doch sehr, sehr frappierend an Kakariko aus A Link to the Past. Die Variante jedenfalls auch so mit den Häusern und der Verteilung. Und ihr seht es hier dann. Hier ist eine Wiese, wo eine Kuh drauf ist. Die gab es, glaube ich, nicht dort in A Link to the Past. Aber hier macht die Kuh Mumu, so wie sich das gehört. Ja, und im ersten Teil für heute, ja, ich werde euch noch ein bisschen weiter erzählen, wie ich an das Spiel rangekommen bin und was es im Grunde so dann ausmacht und was es mir bedeutet. Und wir schauen uns parallel einmal hier in der Soleilstadt um. Ich habe jetzt leicht erwartet, meine Schwester ist unten im Dahliental und mein Neffe ist auf dem Übungsgelände. Jeder ist in einer gefährlichen Lage. Ich kann nicht nach Hause gehen, weil ich mein Schwert nicht werfen kann. Ich dachte schon, hier müsste eigentlich der Junge liegen mit dem Schmetterlingsnetz, oder? Aber das wäre wieder das falsche Spiel gewesen. Obwohl, liegt da ein Junge? Kann ich hier durch? Nee, hier liegt er dann nicht. Das war in A Link to the Past. Ja, aber die grafisch sind die Ähnlichkeiten zu A Link to the Past sehr, sehr offensichtlich. Und auch, ihr werdet gleich noch mehr sehen, hier unten irgendwo, wenn ich mich recht entsinne, sind auch die größten Freunde von Link aus Legend of Zelda. Die Hühnchen, da sind sie. Na? Und man kann sogar mit ihnen sprechen. Hallo, der Hahn macht Kikeriki. Und Kollege Hahn 2 macht Gackagack, Kikiriki, was auch immer das bedeuten mag. Ja, man sieht es auch, ich kann die Hühnchen, glaube ich, hier nicht, die kann ich hier nicht hauen. Bei Legend of Zelda hätten mir die längst den Hals abgebissen. Aber visuell sind die Ähnlichkeiten sehr, sehr frappierend. Ich glaube, damals zu dem Zeitpunkt, es kam nach A Link to the Past eben aus ein paar Jährchen und Sega wollte eine Alternative dafür haben. Ne? Aber die grafisch ein bisschen zwar dran ist an A Link to the Past, aber doch schon ein bisschen besser. Man sieht, klar, die Farben hat das Mega Drive ein bisschen weniger als das Super Nintendo, aber es hat trotzdem einen guten Detailgrad, gute Kontraste. Ne, es ist alles schön sehr bunt, die Musik ist sehr knackig, das könnt ihr im Moment vielleicht ein bisschen dumpfer hören, sonst aber auch einer meiner Lieblings-Soundtracks auf Mega Drive und die haben versucht, ein bisschen mehr Effekte als bei A Link to the Past dran. Und ihr seht hier, ist das hier so ein Feld oder sowas? Guck mal, der steht ja bis zum Bauchnabel hier drin, also ist schon ganz schön tief, wo er reingeht. Aber so kleine grafische Spielereien und Effekte und die Wolken, die da oben drüber ziehen, das gibt dem Ganzen doch eine ganze nette und schöne Stimmung. Ja, und ich schaue mich währenddessen hier in der Stadt und morgen erzählen ein bisschen weiter. Also Soleil habe ich damals auf der Hamburger Videospielbörse der berühmten und ominösen damals gekauft. Oh, hier in der Kirche, ich glaube, der hatte nicht besonders viel Zulauf, oder? Vor langer Zeit geschah was Schreckliches hier in der Kirche. Die Leute kommen gar nicht mehr her. Oh, schade, schade, schade. Aber wir gehen auch raus aus der Kirche. Damals auf der Hamburger Videospielbörse, die ist einmal im Monat stattgefunden, sonntags. Oh, da ist ein goldener Apfel, ne? Kann ich? Nee, da komme ich nicht rein. Im Moment kann ich auch nur mit dem Schwert schwingen. Die war einmal im Monat sonntags und da konnte man in der Hamburger Markthalle hier, da werden ja oft Konzerte oder sowas abgehalten. In der Garderobe hatten sich in Vor-Ebay- und Amazon-Zeiten die Leute zusammengeschaut und ihre Gebrauchtspiele dort verkauft. Und Neupreis hätte ich mir damals nicht leisten können für Soleil. Ich glaube, ich habe so 40 oder 45 Mark, vielleicht einen kleinen Tacken drüber noch ausgegeben, aber es ist schon besser als die üblichen 150, die es kostet. Und ich muss sagen, gleich von Anfang an war ich schon ziemlich gebannt mit dem Spiel. Ich kannte zwar A Link to the Past schon, hatte beim Kumpel durchgespielt, aber es nicht selbst gehabt, aber das war sozusagen das schöne Äquivalent dafür. Und guck mal hier, ich bin auf einem Spielplatz und das haben auch nicht viele Spiele hier. Hui! Eine kleine Rutsche, wo ich dann drüber gehen kann. Dieser Platz ist für Kinder, warum kommst du nicht und spielst mit uns? Ja genau, also wie gesagt, das Visuelle war zwar dran an A Link to the Past und ich kannte das Spiel auch, aber es hat doch ein bisschen was Eigenständiges geboten. Hier auch ganz cool, die Bäume sind durchsichtig, ne? Also richtige Transparenzen konnte das Mega Drive noch nicht, aber dafür so mit so einem kleinen Kreuzschraffelmuster. Visuell sah es ziemlich gut für ein Mega Drive-Titel aus, speziell im Action-Adventure-Segment, wo es ja eigentlich mehr nur, was gibt's denn da wirklich? Da gibt's Landstalker, was natürlich auch sehr, sehr cool ist, aber dafür isometrisch, was ist denn hier los? Eine Meerjungfrau. Bist du in maximalen Gesundheit? Ich verkaufe dir ein. Kostet 800 Mal, den kannst du dir das leisten. Ja, ich habe momentan noch kein Geld, aber sie gibt mir einen sozusagen einen Herzcontainer dann dazu, dass ich mir den verdienen kann.
Ja, und rein visuell und stilistisch hat es mich natürlich an A Link to the Past erinnert. Aber es war, ups, wir gehen dann noch mal gleich hier kurz raus, hat es mich daran erinnert, hatte aber schon seine kleinen eigenständigen Geschichten gehabt. Ja, ich bin jetzt hier raus aus Soleilstadt und das ist die Oberwelt, bei der ich mich zwischen den ganzen einzelnen Gebieten hinweg bewegen kann. Ach Moment, nee, das ist ja Quatsch. Ich bin ja hier noch gar nicht, ja, bei der ganzen Erzählwut habe ich komplett vergessen. Ich muss doch eigentlich zum König erstmal. Genau. Alle Kinder von Soleilstadt, die 14 Jahre alt werden, müssen vorstellig werden beim großen König, der einem dann seinen Segen sozusagen gibt und dann die Erlaubnis, oh guck mal, hier warten die anderen Kids auf Amon, damit sie sich von ihm verabschieden können. Und damit ich nachher aufs Rafflesia oder Raffelsia Trainingsgelände dann drauf kann. Das ist unsere nächste Location. Ich wollte da schon hin, ich habe ganz vergessen, dass ich zum König vorher muss. Also, während ich da hingehe, ihr seht, beim König hat eine Audienz der Werte Amon, das ist der große Held von Soleilstadt und der hat mich immer ein bisschen erinnert, seht ihr ihn von vorne mit dem breiten Gesicht, da gibt es diese eine Verwandlung bei Illusion of Gaia oder Illusion of Time, wenn man so zum großen Krieger wird und der hat auch so ein breites Gesicht und da muss ich immer dran denken, wenn ich diesen Amon sehe oder der Hauptcharakter von, welches war es auf dem Saturn, Shining, nicht Shining in the Darkness, Shining Wisdom. Hat er ja auch ein bisschen was davon, aber da sieht die Grafik hier besser aus. Okay, wer der König? Amon ist weg. Ach, Flopsy, ja, dein Vater war so tapfer, genug Nostalgie. Du meldest dich hier und, ups, ich habe es jetzt übersprungen, aber er hat uns Zugang gewährt zum Rafflesia Trainingsgelände. Ein bisschen was weiß ich noch vom Anfang, so ganz grob an die Züge kann ich mich erinnern, aber ich habe es wirklich seit 94 nicht mehr gespielt. Deshalb hoffe ich, dass ich hier nicht Schwachsinn erzähle, wenn ich nur so halb mitlese. Die anderen Kids haben sich verzogen und ich habe jetzt, wie gesagt, Zugang bekommen zum Rafflesia-Gelände. Ja, was ich vorhin ausgeführt habe, so viel Action-Adventure-Konkurrenz, speziell im Zelda-Stil, gab es eben nicht auf dem Mega Drive. Es gab Landstalker und den quasi inoffiziellen Nachfolger Light Crusader, dann darauf, die alle diese isometrische Perspektive gehabt haben. Aber so richtig ein klassisches Top-Down Legend of Zelda Action-Adventure mit Hauen, Schwert werfen, was wir ja auch gleich machen können mit Dungeons, mit speziellen Geschichten, hat es eben nicht gegeben. Und erstaunlicherweise ist Soleil auch so ein Titel, der relativ wenig auf sich den ganzen Compilations befindet. Ja, auf den Collection und Compilations ist der nicht drauf, sondern eher die anderen Titel, so die üblichen Verdächtigen von wegen Shining Force und wie sie alle heißen, was recht merkwürdig ist. Aber vielleicht irre ich mich auch und mittlerweile gibt es das auf der Virtual Console. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Okay, also hier auf der World Map kann ich mich jetzt entweder ins Daliental bewegen, das ist der erste Dungeon, oder auf die Rafflesia-Schule. Ich sollte, glaube ich, erstmal zur Rafflesia-Schule hingehen. Bevor wir aber dort einsteigen, das werden wir erst im nächsten Part erledigen. Ich sage für heute erstmal Tschüss und wir sehen uns bald wieder.